Don't lose the cube. Chamber 1 ist eine Aufforderung der besonderen Art, wobei Chamber 1 keine Aufforderung ist. Es ist einfach nur der Beigeschmack, der hier durch die Gegend flattert, während die Brise des Titanano uns hier die Luft versüßt. Oder so ähnlich. Ja. Eigentlich heißt der Titanano wahrscheinlich, oder Nano. Nano ist schon richtig, ne? Titan-Nano, ja. Nano, es gibt ja Nano, ist ja eine Größeneinheit. Das stimmt. Ich überlegte nur gerade, wie die denn im Englischen ausgesprochen wird. Nano ist das wahrscheinlich, ne? Nano, ja, würde ich auch sagen. Gab's ja Nano, auch, Nano gab's, klingt wie ein Sänger. Gab's ja auch die sehr kleine Band namens Nanowar. Tja. Nanowar. Kennt aber keiner, deswegen ist es Nanowar. Das ist der Ableger von Manowar. Aber das ist was anderes. Das sind die Kinder von Manowar. Das fände ich echt gut. Nanny. Nanny War. Das gibt einen Spieler namens Nanny War, aber das ist noch was anderes. Mensch. Ja, wie wir hier vom einen ins andere kommen, ist es ja fast wie ein Portal. Das ist wirklich. Mensch, wir sind ja in Portal. Das ist ja. Oh. Unfassbar. Don't lose the cube. Verliere nicht oder lose nicht den Würfel aus, dass der verloren geht. Nee, mach ich nicht. Ja. Nee, machst du nicht? Nö. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Hi. Hallo. Na, wer bist denn du? Ich bin die kleine Prinzessin von nebenan. Du bist die Prinzessin? Ja. Seit wann wohnt eine Prinzessin nebenan? Wusstest du gar nicht. Moment, ich muss mir eben kurz was nachschauen. Okay. Mach ich doch später. Bist du alt geworden? Ja, ja. Okay. Oh, Licht. Licht. Oh, du wirst. Deine Solarzellen haben sich wieder aktiviert. Ja. Das ist so super, dass du das an den sinnvollsten Orten überhaupt gerade hingesetzt hast. Aber ich möchte dich nicht kritisieren. Ja, ich rede einfach gar nicht. Nee. Oh, du hast den Sprung geschafft. So, was passiert? Nix. Müssen wir etwa... Kann man da hin? Kann man ja auch wahrscheinlich, ne? Da kann man auch. Müssen wir vielleicht zeitgleich da was drücken? Also hier ist übrigens der Ausgang, ne? Da haben wir schon mal... Da sind auch keine Dinger dran, die man da anzeigen müsste oder die aktiviert werden müssten. Aber vielleicht sind die Felder ja auch einfach nur deaktiviert. Sonst können wir da einfach uns vorstellen und passt. So, drück nochmal bitte. Moment. Okay, wo warst denn du? Ich war unten. Ach so. Nein, ich bin unten, meine ich. Warte, geht gleich los. Ist das ein Fahrstuhl? Geht gleich los. Ja, der funktioniert. Also ich glaube sowieso nicht, dass dann hier irgendwas aktiviert werden würde, aber vielleicht ich drücke. Doch. Au, doch, es wird was aktiviert. So. Ich drücke auch mal hier. Ja. Fumbui. Oh. Nein! Das ist aber auch ein schwieriger Sprung. Weil der über Eck geht. So. Aber du hast ihn geschafft. Mit Schummelei. Richtig. Ich kann sterben hier. Schummelei. Hast du einen Knopf? Oh, guck mal, da hätte ich... Da muss ich... Das bleibt hier irgendwie, ne? Das komme ich da rüber? Der Knopf ist noch aktiviert, ja. Ich werde mal gucken, ob ich da hier mal eben drauf drücken kann. Indem du dich selbst da drauf... Achso. Ah, das tödliche Licht geht aus, entlichtete sich... Das ist gut. Ja. Gelb. Boom. Oh. Oh. So. Was ist hier? Hier ist nichts. Was passiert? Es fährt eine Plattform hier durch, die mich in den Tod reißen würde. Okay, dann guck ich mal. So wie deine Anwesenheit. Okay. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Bitteschön. Ich wollte nur auf deine Tätigkeit als Freizeittod hinweisen. Dich kann man ja auch buchen, ne? Ja. Ja. Ich komme jederzeit gern vorbei. Mit dem Hammer. Das kann man ja zum Beispiel für Geburtstage von Leuten, die man nicht mag und so, kann man ja immer. Stimmt. Ne? Ich habe heute jemanden ganz Besonderes für dich gebucht. Genau. Der Tod. Hast du ein. Wir brauchen einen. Da oben ist ein Würfel drin bei dir da, oder? Da was ist das sicherlich. Da ist. Oh, wenn was würfelig ist, dann ja wohl das. Das ist gut, ich brauche den hier, aber wir müssen erstmal weiter gucken. Ich spring mal hier gerade hoch. Du kriegst den nicht. Prrr. Ach so, kann ich den Würfel dann drauflegen, dann muss ich da gar nicht selber durch. Ne? Selber durch? Ja, das Problem ist, ich kann da oben halt nicht hin.
Weil, also da der Knopf, der das aktiviert, da kann ich nichts tun. Mhm, ich bräuchte sowas Peteriges vielleicht. Mhm. Ja. Kann ich leider nicht bieten. Wieso kann ich hier hochspringen? Ich bräuchte aber auch einfach nur Schwung. Den ich nicht kriegen werde, weil ich hier keinen Schwung habe zum Kriegen. Why? Was ist das denn hier eigentlich? Das ist, da kann ich runter? Wie? Da ist ein Punkt. Hast du bei dir irgendwo einen Punkt? Nee. Ach, hast du bei dir irgendwo ein Viereck? Ein Viereck? So mit vier Ecken. Das ist tief. Alter Vater. Ich hab ein Viereck hier bei dem Knopf, den ich vorhin aktiviert habe. Ah, okay, dann muss ich nochmal rauslassen. Und zwar zwei Stück. Ja, aber der Knopf ist ja noch aktiviert. Ach so. Der ist ja eingedrückt. Ich habe hier noch ein... Nee, aber das ist ja hier das... Ach so, das bedeutet... Hier ist ein Ball rausgekommen. Mal nochmal. Ich habe gar nichts gemacht. Mal nochmal. Wie soll das nichts gemacht? Ich stand hier einfach nur, ich habe nichts gemacht. Dann mach das doch mal. Hier ist ein Ball rausgekommen. Ich habe nichts getan. Der jetzt gesterbelt ist. Ach, okay, das war ich selber. Warst du. Das Pfeife. Ist, naja, natürlich, oh. Ey, was ist das denn? Ach so. Ja gut, ich sollte den Würfel nicht auf den Knopf legen, oder den Ball auf den Knopf, der den Ball auslöst. Ja, ne? Ja, das verstehst war gut. Du? Ja, ja, ich fand's gut. Es hat was, man denkt sich, oh, jetzt drücke ich das mal ganz schlau ein und dann löst er sich auf. Aber trotzdem, die Frage ist doch immer noch, dass es gar nicht die Frage ist. Hallo. Hi, ich ignoriere dich jetzt mal. Ich habe nämlich einen Gedanken gerade und diesen heroischen Moment möchte ich mal beibehalten. So, ausgetrickst und kann ich das dagegen schmeißen? So. Würfel fällt, Würfel fliegt, Würfel... Ich meine, Ball macht Würfel. Und diesen Würfel hat Herzen drauf und der sagt mir an, der ist für dich. Ah. Möchtest du den haben? Ja. Ja. Oh. Es kommt. Fährt es einfach immer weiter, wenn ich runtergehe? Nein, es fährt einfach zurück, okay. Du musst dann schnell sein, falls du das kannst. Nee, das kann ich nicht. Guck mal, wie der weiterrutscht, wenn der da stoppt. Als hätte der Physik. So. Als hätte der im Physikkurs nicht gefehlt, wa? Du meinst, dass der weiß, dass der weiterrutschen muss. Genau, richtig. Ja, das ist alles Psychologie, was hier betrieben wird. Ah, okay. Was passiert? Hier fuhr ein Fahrstuhl runter. Du hast einen Schalter aktiviert, der einen Punkt hat, ne? Ja, hast du. Ja. Ja. Sonst wäre es falsch gewesen. Ja. Was passiert? Achso, bist du schon... Oh. Hier ist... da oben müsste ich hin, aber da kann ich... Nee, da kann ich runter, um was zu machen? Ich hab keine Ahnung. Da unten ist eine Fläche. Aber ich weiß nicht, wie die... Da ist ein Knopf. Och, Mensch. Ich bräuchte gerne Sprungpampe hier unten. Ja, falls möglich. Viereck. Aber ich kann Viereck. Au, ich kann ja oben hin. Wie Viereck? Passiert was? Nee. Ah, der Ude ist... Oh. Ah, der Ude... Oh. Yeah, check. Ach, guck mal, da hinten. Ich verstehe, ich verstehe. Mein Turn ist angeturnt. Also ich meine, ich muss turnen. Ich bin... Turner. Turn, Table, Doppelname. Oh, es ist, ja. Gano, hier, Viereck. Viereck. Oh, da ist der Blubberpumpe hier. Vierecke. Ist da Wasser bei dir da unten, oder? Nee, wieso hängt es da? Hä? Soll ich jetzt damit... Achso. Frage ich mich. Ich weiß nicht. So, da kommt jetzt. Ich brauche keine Sprungpampele hier. Muss ich jetzt runter oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich traue mich auch nicht hier runter zu springen. Aber weißt du was? Ich spring jetzt einfach. Mal. Ich spring. Genau, ich auch. War zuerst. Oh, ist das tief. Ah, guck mal, hier ist deine. Ich bin wieder oben. Hier ist auch Sprungpampe. Warum bist du wieder oben? Ach, ganz unten ist so Pampe auf dem Boden. Wahnsinn, wie hoch man damit fliegt. Ich dachte gerade, dass du hier durchspringst, aber du bist ja woanders anscheinend. Hui! Ich hab Spaß. Ach, da hinten müsstest du sein.
Ah, da war ich ein ganz, ganz kurzer orangener Schimmer deiner Augen. Aber sehr kurz. Ja, ich bin affenschnell hier. Du kommst nicht mehr auf den Boden hier. Eigentlich Shift drücken müsste ich, ne? Du musst dich ducken, ja. Das mit Shift, ne? Das ist bei mir auf Steuerung. Ja, stimmt, eins, richtig, Steuerung war es. 2, 3, 4. Mit Kniebeugen. Ja, du bist da. Sind deine Beine gestutzt worden nach diesem Sturz? Da sind die Oberschenkelknochen gerade neben deinen Ohren. Wobei das bei mir ja fast hier der Normalfall ist bei meiner Figur. Das stimmt, ja. Hello. Sag mal, aber das ist ja jetzt gar nicht die blaue Pampe, die ich aktiviert habe. Die war nämlich vorher schon da. Ja, hier ist ja auch was Blaues. Ja, aber das ist auch nicht die, die ich... Ich weiß nicht genau. Hast du überhaupt was aktiviert? Hier, guck mal. Wir haben zeitgleich gedrückt, ohne es zu wollen. Also ohne es mit Absicht zu machen. Ich gehe mal schnell hier durch, weil ich habe Angst. Ja, ich auch. Du hast Angst und deswegen duckst du dich. Ach, guck mal, da sind Viecher. Die schießen. Kennst du? Was? Kennst du diesen Trick, sag ich mal, wenn man so tut, als ob man jemanden an die Stirn hauen will und er zuckt nach hinten und er hält mal ihm eine Bratpfanne hinter den Kopf? An das hab ich das gerade erinnert. Was kennst du für Tricks? Naja, ich hab dich ja nicht geschlagen, das ist ja dein Problem. Nee, wenn du zurückzuckst. Das Tolle ist, ich weiß nicht, ob ich nochmal zurückkommen kann zu dir. Doch. Ich meine, wir müssen ja irgendwie zurück, weil hier ist ja auch der Ausgang. Ich meine, die Karte heißt ja auch Don't Lose the Cube, ne? Und es wurde ja auch der Hinweis gegeben, dass man den Würfel doch bitte mitnehmen sollte. In der Map-Beschreibung. Tatsächlich. Wo ist denn der eigentlich, der alte? Da oben. Ja, oben ist er. Weil, ich will jetzt hier nicht, ich will nicht ungewürfelt durch die Gegend rennen. Das verstehe ich. Wobei, was deaktiviere ich denn jetzt eigentlich hier dadurch? Nichts Wichtiges, das war der Punkt, das war bei dir drüben, also das brauchst du letztendlich nicht. Du kannst durch meine Portale gehen. Ja, wo, das ist aber, wo, ui. Und dann da hinten in das Loch rein. Okay. Aber sind die Türen denn dann noch geöffnet? Oh Mensch, ich hätte jetzt auch noch springen wollen. Aber es ist zu spät. Es ist zu spät. Nein, ich bleibe lebend. Hallo. Hallo, möchtest du den Würfel? Also, ja. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich sag da mal nichts zu, ne? Ich konnte nichts machen. Das ging mir auch gerade so. Als ob ich das mit Absicht irgendwie da reingelaufen wäre. Ja, na klar, machst du auch sonst immer. Ich bin Absicht-Man. Boah, ich bin so schlecht. Das wäre knapp gewesen gerade. Wie kann man denn gleich da das wegmachen? Wie war Wampi? Ja. Das kleine Krokodil. Komm mal hier, ich mach das ja mal total. Oh, das war sinnlos, aber interessant. So, hier, zack. Viva Wampi. Viva Wampi, das kleine Bauchrodil ist das denn eher? So ein kleines, dickes Krokodil. Genau. So, ach, du bist durch. Ich lass den da extra mal liegen, so. Du darfst dich da draufstellen, oder? Ich stelle mich da drauf und du trägst den Würfel hindurch. Damit dieses Feld deaktiviert bleibt. So, wunderbar. Ich glaube, wir müssen hier erstmal, müssen wir beide rein, wahrscheinlich. So, ja, wie viele Symbole hier auch sind. Als ob das... Oh, das ist knapp. Als ob Symbole uns hier weiterhelfen würden. So, ich mach's mal wieder wie vorhin auch. Einfach reinrennen. Und alles umhauen. Geil, ne? Echt geiler Voll Typ. Voll Trick, hey. Man hätte sich selber mit dem Würfel beschützen können und dann als Schutzschild sich beschützen können. Und als Schutzschild benutzen und beschützen. Sich beschützen können. Ich stell mich mal da drauf, ne? Nee, hier, nimm du. Nimm du, ich stehe. Meiner. Ja gut, wir machen... Oh. Wir machen jetzt schöne Arbeitsteilung hier. Genau, richtig. Da kann man... Oh, da kann man hoch. Ja. Man fällt direkt runter. So hoch kommen wir da. Ja, hier kommen dann
Das passt schon. Kann man hoch? Ja. Vielleicht nicht mit Schwung. Möchtest du, kritisierst du meine Portalsetzungsfähigkeiten? Ich mache da einfach, wenn ich da wenn ich da oben bin. Wollte ich gar nicht so. Mache ich einfach noch ein anderes Mal. Und zwar ein Blaus. Und jetzt reicht der Schwung. Du hast mich aufgehalten. Ja. Ich wäre sonst hier direkt wieder runtergeplumpst. Gepalumpselt. Gepalumpst? Möchtest du jetzt hier sitzen? Du fällst mir gleich auf den Kopf. Hi. Hallo. Na? Was geht? Geht's gut oder was? Ja, muss ja, ne? Ach, guck mal, hier sind wir. Nein! Ah, verdammt, so knapp! Ich verstehe. Ich wollte mich gerade wundern, warum da oben jetzt, warum wir hier jetzt rauskommen. Aber es ist ja eigentlich ganz logisch. Wir waren hier drunter. Der Boden hat sich halt aufgefaltet. Tatsächlich. Wieso ging das Feuer einfach nicht? Hier ist ja nicht mal irgendwie ein... Nee, das war ja genau das, was ich ungefähr vor 15 Minuten gemeint habe, falls du dich erinnerst, falls dein Gehirn noch in diese Vergangenheit reicht. Aber hat der Würfel jetzt uns hier das aktiviert, oder wie? Wahrscheinlich, ne? Wo haben wir den denn? Ja, wir haben den ja irgendwo reingelegt. Wahrscheinlich. Ja. Ja, dann ist gut. Ja, will ich mich mal nicht beschweren, wird schon alles funktioniert haben. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir was falsch gemacht haben. Ich glaube auch nicht. Es kann aber natürlich auch sein, dass der Eingang von vornherein zu öffnen war. Das glaube ich nicht. Nur wir haben uns halt nicht beide da vorgestellt. Das glaube ich nicht. Ja, meine Idee eigentlich vorhin gewesen, aber du warst halt schon weg. Vielleicht hätten wir uns diesen Moment der Menschlichkeit gerade auch sparen können. Tja, naja. Wobei, das hätte uns die Bratpfannen-Story erspart. Richtig. Von daher bin ich froh, dass wir diese Kammer gespielt haben. Habe ich einen neuen Trick gelernt, wie ich andere Leute lieb gewinnen kann. Genau, das funktioniert sehr gut. Muss man immer nur eine Bratpfanne dabei haben? Ich glaube, das wäre der schwierigere Teil davon. Na, du kannst es ja auch vor einer, vielleicht gibt's, wenn er an der Wand steht als, oder so. Als App eine Pfanne oder so. Ja. Kommt die aus dem Handy raus, so an der Seite. Flumm. Ja. Wär auch sehr praktisch. Ja, ich aber mein, so weit sind sie ja noch nicht. Bratpfannen sind ja sehr multifunktional. Das stimmt. Zwar kann man in erster Linie, also am besten eignen sie sich immer noch zum Braten von Sachen, aber auch ist als... Waffe. Als Überzeugungsschläge. Als Argument. Ja, genau. Mein schöner Name für einen Baseballschläger ist ja auch Argumentierhölzchen. Wobei eine Bratpfanne ja nicht aus Holz ist. Wobei es wäre auch sehr interessant, aber auch sehr nutzlos. Die wäre ziemlich schnell schwarz und die würde ja auch die Wärme nicht so gut leiten. Das stimmt. Ja, aber wie kommen wir jetzt eigentlich auf Bratpfannen? Weil ich vorhin gesagt habe, eine Bratpfanne hinter den Kopf halten. Ja, weil wir so durchgebraten sind, wir beide. Genau. Wobei ich ja schon, aber bei dir weiß ich nicht. Ich bin sehr durchgebraten. Ich bin sehr knusprig, ja. Ja. Wie ein Würstchen auf dem Grill. Wobei Würstchen jetzt nicht gerade ein positives Wort ist in Verbindung mit einem Menschen. Ja, aber auf dem Grill, also da sind Würstchen schon ganz weit vorne. Das stimmt allerdings. Wobei so ein richtig schönes Nackensteak... Jetzt red mir nicht über Essen, sonst kriege ich gleich Hunger. Hallo. Kartoffelsalat. Man kann ja alles Mögliche grillen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das verschieben wir mal lieber auf die nächsten 20 Testkammern. Ja, genau. Haben wir immer ein neues Rezept für euch parat. So, don't lose the cube und don't lose the Bratpfanne and the grill. Yes. And then you will be living a very long life. Ja, joyful life. Very. With my great English, I tell you that. Yes, I say to you. Yes, and now I say goodbye to Nasty and to you, dear friends. Goodbye, Mr. Schnitzel. Schnitzel. And everybody else. Yeah.